by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. My eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until wunderschöne Aussicht haben wir auf unserem Stellplatz, also richtig top Location wieder mal für die Nacht zu verbringen. Wir haben mal Pläne geschmiedet für heute, wir lassen uns jetzt mal noch ein bisschen treiben und dann geht's in Richtung Homebase. Wir fahren zurück zur Finca, denn Tascha riecht schon ein bisschen komisch, wir müssten mal duschen. Und ja, wir gucken dann mal, was der Tag so bringt. Ich habe mich schon mit ätherischen Ölen eingeschmiert, dann rieche ich nicht ganz so schuldig. Aber wirklich, ey. Magnolie gibt's heute. So, wir nehmen euch natürlich mit und gucken mal, was der Tag so bringt. Uns heute Morgen ein bisschen in Cala Ratjada umgeschaut. Sehr nice hier. Also ist ja eher so ein Touristen-Hotspot, ist aber gerade weniger los wieder mal. Ja, und wir müssen uns aber langsam entschuldigen bei euch, dass wir nicht so oft kochen. Leute, es ist einfach herrlich, mal wieder auf einer Terrasse zu sitzen. Ja, es ist echt schön und deshalb machen wir das hier auch verstärkt. Erstens, weil wir es schön finden, zweitens eben, um den Tourismus zu unterstützen, weil hier gibt es eine Unmenge an Restaurants, aber ich würde jetzt mal behaupten, die Hälfte davon ist dicht. Ja, richtig krass. Ja, also einige Terrassen haben geöffnet, die sitzen hier auch voll. Also man muss echt immer aufpassen, dass man überhaupt einen Tisch bekommt. Das funktioniert halt sehr viel mit Reservieren im Voraus. Wir hatten bis jetzt immer noch Glück. Aber es ist halt auch ganz, ganz viel geschlossen, wo ich nicht weiß, ob das überhaupt wieder öffnen wird. Ja, sieht schon ein bisschen komisch aus, aber da, wo wir jetzt, wo wir gelandet sind, da war es aber richtig lecker, muss ich dazu sagen. Es gab Tapas. Endlich mal wieder Tapas. Und Leute, schade, dass kein Geruchsfernsehen existiert. Dann unsere Knoblauchfahne. Ja. Ihr würdet einfach umfallen, glaube ich. Also müssen wir jetzt nicht nur duschen. Ich glaube, wir müssen dann auch noch Zähne putzen irgendwann. So, und wir fahren jetzt mal zur Finca. Ja, wir holen uns jetzt eine Dusche ab. Thank you.
Einen schönen guten Morgen aus dem Olivenhain der Lazy Finger. Richtig toll. Also das fühlt sich jetzt ein bisschen hier an wie Landvergnügen auf Mallorca. Richtig toll. Was steht heute an? Heute machen wir mal Pause, glaube ich. Wir fahren heute mal Wäsche waschen. Einkaufen. Ja, hier tanken wir jetzt noch gleich Wasser und ich glaube, wir holen uns noch ein paar Mandarinen und Zitronen hier aus dem Garten. Das ist ein Plan. Ja, weil da darf man sich auch bedienen als Lazy Bus Gast. Und ja, Wäsche waschen. Wir haben ja auch Hühner. Ja, sollen wir Hühner mitnehmen? Ein Grillhähnchen. Frag mal. Nee, ich glaube, die Hühner bleiben hier. Frisch geduscht sind wir. Sonne ist wieder da. Also denke ich, nichts wie los zum Waschsalon. Lazy perfekt. Is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Getting out alive. Writing letters in the sand. Hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive. Getting out alive. When you find that open door, you gotta let them. Einen schönen guten Morgen, oder soll ich schon sagen Mittag? Also wir sind heute ein bisschen lazy und wir haben heute Morgen aber trotzdem schon unseren Stellplatz gewechselt oder unseren Parkplatz. Hier sind es ja keine Stellplätze. Leute, ich kann euch das immer nur zeigen. Das ist einfach mega. Das ist richtig cool. Hier findet ihr einen Spot auf den anderen, der einfach atemberaubend ist. Tascha macht gerade sauber.
Und dann gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend hier an. Keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Ja, wir checken das einfach mal ab. Irgendwo etwas mit Porto Colom oder in der Gegend von Porto Colom. Porto. 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 Falsches Land. Falsches Land. Ja, aber wir gucken mal, wo wir sind. Einen schönen guten Morgen, wieder mal mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Ja, wie ihr merkt, wir sind immer noch im Osten der Insel und hier die Sonnenaufgänge, das ist einfach ein Traum. Also richtig toll. Warum ich heute Morgen schon wieder hier rumschlendere? Ich habe gestern ein paar Leute gesehen, die sind mit was Interessantes aus dem Wanderweg hier rausgekommen und die hatten hier wilden Spargel mit dabei und richtig cool. Ich weiß noch, als wir 2017 in Spanien waren, da ist es mir schon aufgefallen, dass die Leute überall dieses Zeug hier pflücken. Spanier bereiten das meistens in einem Omelett zu und das ist richtig geil. Also das Zeug findet man von März bis Mai, habe ich gelesen, und ich bin mir auf die Suche gegangen. Gestern Abend habe ich ein paar so Sträußchen oder wie soll man das sagen, so Spargel gefunden und ich habe die mal einfach mit in die Pfanne geschmissen, um zu probieren, wie das schmeckt. Und Leute, das ist mega. Wer hat mal schon von euch diese Dinger gesammelt? Das ist ja richtig cool. Oder wer hat schon mal wilden Spargel gegessen? Richtig toll. Und ich glaube, es ist noch besser, wenn man ihn selbst sammelt. Ja, ich bin heute Morgen nochmal auf die Suche gegangen und ich glaube, dafür muss man Profi sein, denn ich habe außer dieses kleine Sträußchen hier nichts gefunden. Oder hier war schon mal die Spargelpolizei und die hat schon alles abgemäht. Ja, aber richtig cool. Also ich halte mal die Augen auf, wenn wir nächstes Mal wandern sind und wir vielleicht in der Gegend sind, wo nicht so viele Leute rumlaufen. Hier sind nicht viele, aber ein paar Jogger habe ich heute Morgen schon gesehen. Und ja, vielleicht haben die den Spargel schon alle geklaut. Natürlich muss man sich auch ein bisschen vom Van ab fortbewegen, denn ich will nicht gerade Spargel aus der Toilette pflücken von anderen Leuten, die hier ihre Notdurft hinter dem nächsten Gebüsch wieder mal hinterlassen haben. Ja, ist so, ne? Aber ja, ich suche da noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich noch ein bisschen wilden Spargel. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. So, wir wechseln wieder mal die Location. Und hatten übrigens ein sehr nettes Gespräch noch jetzt auf dem letzten Platz in Porto Colom mit Jess und Rob von Chirpy Travelers. Die haben wir begegnet und die sind schon seit Februar hier auf Mallorca unterwegs und haben uns jetzt noch so mit ein paar Tipps versorgt, was wir uns noch alles anschauen können. Und zu einem dieser Tipps sind wir gerade unterwegs, also lasst euch überraschen.
steile Klippenwanderung. Ja, und heute sogar mit ein bisschen Wind. Das ist sehr angenehm, weil ich glaube, sonst wäre es wieder sehr heiß. Trotzdem ist es richtig anstrengend hier, auch wenn es nicht bergauf und bergab geht. Hier der Weg ist ziemlich steinig. Ja, und diese Steine, die sind messerscharf, wenn man die irgendwie mit den Knöcheln erwischt. Ich habe das ja schon vor ein paar Tagen live miterlebt. Also passe ich diesmal ein bisschen besser auf. Eigentlich ist es eine richtige Herausforderung mit den Barfußschuhen. Tascha hat wahrscheinlich die bessere Wahl getroffen. Obwohl ich tatsächlich kurz überlegt habe, mit dem Birkenstock loszuwandern, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und ich denke, es war gut so. Ach, richtig krass. Also hier auf jeden Fall bei jedem Schritt Augen auf dem Boden. Ja, und wir sind auf der Suche nach einem Steinbogen, der hier so ins Meer reinragen soll. Und es ist noch ein bisschen Strecke bis dahin, laut Wikiloc. Ja, wir haben gerade mal geguckt. Ich fühle gerade, wie wenn ich mal so 8 Kilometer hinter mir hätte. Es waren 1,5. Ja, wir sind haben auch ein bisschen getrödelt wieder. Also wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs. Krass, ey. Also weiter geht's, weil sonst sind wir heute Abend noch nicht zurück. Ja, wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Los geht's. Meine Füße schmerzen. Ich muss auch stoppen. Oh. Und so weit war es gar nicht. Also, es waren 6,23 Kilometer. Und wir haben gebraucht 3 Stunden 21, davon 2 Stunden 5 Minuten in Bewegung. Krass, oder? Nur 6 Kilometer. Boah, kam mir vor wie, keine Ahnung, 20. Aber das Gelände war schon wieder sehr, ja, wie soll man sagen, anspruchsvoll. Ja, schwierig. Ja, wie gesagt, es war ziemlich gerade Ebene, aber viele Steine, nur auf den Weg konzentrieren, weil sonst wäre man gestolpert. Boah, aber die Aussicht da oben, mega. Und habt ihr diesen Torbogen gesehen? Nenne ich jetzt mal einfach so. Meeresbogen. Ponta Natural. So nennen die Spanier das. Gibt es noch einige mehr hier auf Mallorca? Wir haben jetzt mal diesen hier entdeckt. Also der Tipp hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, war richtig toll. Wir suchen uns jetzt mal einen Schlafplatz für heute Abend. Ja, wie viel Uhr haben wir überhaupt? 16.17 Uhr. Also noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit. Also wir fahren jetzt mal los und dann gucken wir mal, wo wir heute Nacht dann stehen.